Was geht? Herzlich willkommen bei uns. Bei den Snooze Lovers. Genau. Heute mit einem Produkt, über das ich glaube, so viel Nachricht haben wir noch nie für ein Produkt bekommen. Ja. Gell? Also seid gespannt. Wir Velo gehen rein. Roman Vibe. Viel Spaß. Also, endlich haben wir sie. Die Velo Urban Vibe. Genau. Wahnsinn. Wir haben so lange rumgemacht, ich glaube, wir haben seit einem Jahr, wissen wir, dass ihr ein Review dazu wollt. Ja. Und wir sind nicht an die Dose rankommen. Nee, aber Gott sei Dank, snooze.de. Hat es uns ermöglicht, ist auch der Sponsor der heutigen Folge. Also snooze.de, herzlichen Dank. Danke. Für die schönen Döschen. Wir sind gespannt, noch, sagen wir zum Hersteller noch geschwind was, ne? Gerne, klar. Also wer es noch nicht weiß, British American Tobacco sitzt hier dahinter. Ja. Und wen haben die jetzt noch an Bord? Hier, die klassischen Lift. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Wir haben uns ja schon oft ausgetauscht darüber, dass das wahrscheinlich auch schon... Also die kommen aus der gleichen Dose-Factory auf jeden Fall. Genau, ne? Die haben die gleiche Dose. Jetzt ist Bekanntgeber, vielleicht Big war Player. Das ja schon vorher inoffiziell, wer weiß. Ja, ne? Genau. Also wir hatten die Vermutung, Epoch hatte ja dieselben Dosen noch. Richtig. Deshalb, ja. Also wirklich jetzt ein gigantischer Big Player im Nikotin-Pouch-Business. Definitiv. Und hier sind wir jetzt mal ganz gespannt, weil hier haben wir was Fruchtiges, das auch noch relativ stark sein soll. Genau. Also wir sind hier bei wirklich 10,9 Milligramm Nikotin pro Pouch. Ja, gibt es aber auch als Ultra. Gibt es auch als Ultra. Kleiner Disclaim, Nikotinprodukt ab 18 Jahre zu beachten. Genau. Ihr wisst Bescheid. Richtig. So. Ihr wisst ja, wir stehen ja für Geschmacksnuser, würde ich mal sagen. So ist das, und Genuss. Genuss. Rein und es ist schon genau das Thema, wie ich es mir gedacht habe. Rote Früchte. Ja. Riecht wie ein Früchtetee ein bisschen, ne? Geil. Echt gut. Aber man kann sich die Stärke dazu noch gar nicht vorstellen. Normal ist es ja wirklich so, dass man diese fruchtigen Pouches, dass die immer vom Geschmack relativ gediegen sind. Ja, ja. Außer diese polnischen Kurva-Dinger, wo wir schon mal getestet haben. Ne? Also ihr wisst ja eh, ich bin eh jemand, wo das Nikotin ganz arg mag. Das Fruchtige muss nicht unbedingt sein. Mhm. Aber ich lasse mich mal wieder, wie immer, überraschen. Ich bin auch gespannt. Was sagst du zum Pouch? Beutelqualität, wie gewohnt, genial. Ja. Auch das ist natürlich Velo, genau. Big Factory, wie wir es auch bei Ace & Co. haben. Also da gibt es gar nichts, da ist nichts aufgegangen, nee, die Öle nicht. Sie sind sehr slim, ne? Ja, sehr, sehr. Aber das mögen wir ja, ihr wisst ja Bescheid. Also dass man es ja auch schön unterbringen kann. Gehen wir rein, hä? Mhm. Bin mal gespannt, wie schnell der Geschmack kommt. Ja, ich denke relativ. Bei der letzten, wo wir gemacht haben, was war es, Grand? Wo sie es so lang gebraucht haben. Ja, stimmt. Fände ich jetzt bei so einem intensiven Aroma gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen länger brauchen würde. Ja, also, ja. Aber wir können ja die Zeit überbrücken. Was sagst du zur Dose, zum Design? Gewohnt gut. Also, ja, ist halt Big Player. Ja. Sieht man sofort, da geht kein Label ab, da Also kein Druckfehler. Der Friedhof extrem fest, gell? Mhm. Oh, guck mal. Ja, oh, mit Neuerung. Ja, verbessert. Das gab es ja bei Velo auch noch nicht. Nee. Also ein fester Friedhof. Das heißt, den Deckel verliert man auch nicht. Ich habe gerade nur dran gedacht, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Nachteil, weil, klar, der Deckel kann nicht weg, aber jetzt stell dir mal vor, du machst hier hinter, machst du relativ viele rein, gebrauchte, und du machst den zu. Ich glaube, also, das glaube ich. Aber er schließt dafür gut. Und ja, ihr wisst, keiner will gebrauchte Pouches in der Hosentasche. Nein, und nein. Da ist das einfach, da denken die weiter, und das ist eine gute Geschichte. Auf jeden Fall. Was sagst du zum Geschmack? Also ich bin jetzt mal mit der Zunge extra hin, dass ich es noch schneller spüre oder schmecke. Aber ohne Draufbeißer heute, hä? Doch, mit Draufbeißer, ganz klar, wie immer. Ich finde, er ist relativ fruchtig und relativ auch schnell. Ne? Ich finde vom Geruch viel, viel intensiver wie jetzt vom Geschmack letztendlich. Für mich gut. Ich mag das so, wenn das so ist. Aber wie ein Früchtetee, wie ein Waldfrüchtetee. Ja, vom Geruch auf jeden Fall. Geschmack finde ich extrem gut, weil das ganz gesmoothed eigentlich rauskommt. Also man hat jetzt in den ersten Minuten noch gar nichts. Nee. Was würdest du sagen, von der Stärke, merkst du schon was? Nee, merke ich nichts. Aber ich denke, dass das auch ein bisschen braucht, bis es einfach über die Schleimhäute geht. Und dann sind es schon Kracher, denke ich. Man muss ja auch sagen, den Urban Vibe gibt es auch noch als zweites Produkt. Also den gibt es nicht nur hier als Extra Strong, sondern gibt es auch noch als Ultra Strong. Kennt ihr vielleicht von den normalen Velos mit dem gelben Bügel oben dran? Und die sind dann schon mit 18 Milligramm Nikotin. Ja. Also da das sind dann schon die Dampfhammer. Ich habe jetzt gerade die Dose mir so anguckt und ich denke immer, wenn ich den Schriftzug von Velo lese, denke ich immer an Formel 1. Ja, stimmt. Die sind auch bei, wo sind sie, Formel 3 oder wo sind sie? Ja, ich glaube auch. Aber und Sponsor nach McLaren, glaube ich. Genau, richtig. Da muss ich immer dran denken. Ja.
Aber das siehst du, wie dir so Werbung im Kopf bleibt. Also da alles richtig gemacht. Ja. Alles richtig gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Die haben doch mal Tabakwerbung verboten in der Formel 1. Ah, das weiß ich nicht. Und hier haben wir ja keinen Tabak. Das weiß ich nicht, ja. Hm? Ja, okay. Aber die Mafia ist groß vielleicht. Ja, wer weiß. Nee, geniales Produkt haben wir hier auf jeden Fall. Ich kann den Hype jetzt ein bisschen verstehen, aber nicht komplett, muss ich sagen. Da hast du recht. Also er ist gut, ja. Aber es gibt viele andere Pouches, die mit Sicherheit genauso gut sind, ja, oder? Ja, ja. Also Ace hat ja auch noch vor, hier so ein Waldfruchtding zu bringen. Ja, ich denke halt, dass das viele gekauft haben bei der Tanke oder sonst wo, weil man es halt einfach überall gekriegt hat. Mhm. Jetzt leider nicht mehr, wisst ihr Bescheid, kommt vielleicht wieder. Aber dass es deshalb so viral gegangen ist, genau, das Ganze. Ja. Das denke ich. Weil von Pouch allein, würde ich jetzt sagen, ist ein durchschnittliches Nuss. Ja, auf jeden Fall. Vom Geschmack, von der Stärke, ist okay. Aber ich würde auch viele Bekannte kennen, die denn zu ihrem Lieblingsnuss machen. Mir ist auch sofort einer eingefallen. Sofort. Ja, auf jeden Fall. Also, kann man verstehen. Man kann den Hype verstehen, aber es gibt Snus, die wirklich genauso gut sind. Also wir hatten schon Waldfrucht-Pouches, die mit Sicherheit ähnlich gut waren. Richtig, ne? Ob es jetzt Grand war oder ob es, was war noch Waldfrucht, ich weiß gar nicht, was man da noch alles hat. Oh Mensch, so viel getestet, ich weiß auch gerade nicht mehr. Ihr wisst, nach 100 Dosen hört es irgendwann auf. Ja. Und, nee, aber geniales Produkt von Velo, könnt ihr euch mal anschauen. Ich würde sagen, der jetzt mit den 4 Punkten, den wo wir jetzt haben, ist sowas zwischen Anfänger oder ihr poucht schon länger. Ja, und also Anfänger würde ich jetzt nicht einmal sagen. Fast ein bisschen zu stark für einen Anfänger, also eher abraten davon vielleicht sogar. Und der Ultra dann wirklich für jemanden, wo wirklich vom Rauchen direkt auf die Pouches umsteigt, macht vielleicht so ein 18 Milligramm Sinn. Wobei wir immer sagen, schwach anfangen, langsam steigern, dass er euch da einfach nicht zu viel zumutet. Genau. Das wäre so unser Ding zu der Pouch. Richtig. Das war's eigentlich schon. Jawohl. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so konsumiert. Ob ihr denn schon probiert habt, ganz wichtig. Richtig, wobei das, glaube ich, schon echt viele waren. Ja. Das Ding. Ja. Mittlerweile. Ja. Ich glaube, gerade in Österreich ist der ziemlich bekannt gewesen. Mhm. Also unsere Österreicher, bitte mal drunter schreiben, was haltet ihr vom Velo Urban Vibe? Und vor allem im Vergleich zum normalen Velo. Richtig. Mal noch so ein kleines Feedback dazu wäre genau. Genial. Also wir können jetzt mitsprechen. Wir haben ihn getestet für euch. Endlich. Nachher geht es noch in die Langzeittestung. In die Langzeitstudie. Genau. Also, wir sind raus. Das war's auch schon wieder. Snusikowski. Ciao, ciao. Macht's gut.